mit Manuel Andrack bei den Försterinnen und Förstern im Borkenkäferwald. Ich stehe hier mit Förster Bitter und Herrn Schuchert in einem Wald, naja, der mal ein Wald war. Viele Leute wissen das ja gar nicht. Der meiste Wald in NRW ist in Privatbesitz. Genau, es sind über 60%. Ja. 63% in etwa. Und das ist ja schon eine ganze Masse, das heißt 2/3. Ja, das heißt, Sie haben auch recht, dadurch einen Borkenkäfer, also kleines Tierchen, aber das ist ein richtiger Schaden, ne? Große genau. Wirkung. Ne? Ja, und das ist, wie gesagt, eben dieses Jahr. Haben Sie aber so einen Hass auf den, oder? Hass ist immer schlecht. Ja, okay. Wie gehen wir da in Zukunft mit um? Immer dieses Schlagwort, die Mischung macht im Wald. Also die Fichte ist da wohl deutlich der Verlierer für die nächsten Jahre. Und die Bestände wird man nach und nach, da gucke ich Herrn Bitter an, der ist ja noch jung, umbauen müssen. Ja. Ja, und er ist, um das auch noch mal ganz klar zu machen, quasi auch in der Funktion des Beraters. Ja, immer genau, auch der betreuende Revierleiter oder Förster, hat man früher mehr gesagt. Und auf ihn sind wir natürlich im Wesentlichen angewiesen, weil er hat wirklich die Fachkompetenz. Waldumbau ist Thema seit über 10 Jahren. Und man muss sich auch klar machen, warum haben wir denn diesen Wald hier gehabt, der hier steht? Ne? Warum steht hier überall Fichte? Warum ist das einfach eine dominierende Hauptbaumart bei uns? Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar ist eben die Fichte damals nach dem Krieg die einzige verfügbare Forstbaumart gewesen, die man anbauen konnte. Sie ist schnellwüchsig, sie liefert schnell Bauholz. Ja? Und die Leute hatten damals nichts anderes. Sie hatten Reparationshiebe, die hatten riesige Kahlflächen. Und das wurde mit Fichte aufgeforstet. Man hatte nichts anderes. Ja? Und hat eben damit den Grundstein gelegt, auch jetzt für die Probleme, die wir hatten. Aber da haben sich die Leute damals natürlich keinen Kopf drum gemacht. Für die ging es dann um ganz andere Sachen. Da war Klimawandel noch kein Thema. Und Herr Schuchert, noch mal ganz zum Schluss. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen die Tragik eines Waldbesitzers. Was man jetzt macht, davon können im Prinzip dann nur die zukünftigen Generationen profitieren. Ich müsste fast von einem Generationsvertrag sprechen, aber die Entscheidung, die ich natürlich heute fälle, die wird eventuell ein Enkel oder Urenkel, wird sich damit auseinandersetzen. Das heißt, hat es Opa richtig gemacht oder nicht letztendlich? Dann drücke ich die Daumen, die richtigen Entscheidungen zu fällen, damit auch nächste Generationen noch was Schönes zu fällen haben. Ne? Ha, Riesengag.